Oh, hallo Leute! Yes, I see her, ja, und wir sind wieder in Fallout 3. Ja, im letzten Teil sind wir hier in dieses Rundwerk, was das Gebäude für Project Purity sein soll oder darstellen soll. Und hier kommen so langsam alle Wissenschaftler zusammen, um das Projekt nun durchzuführen. Was darf es denn sein? Fragen wir doch mal Dr. Lee. Glauben Sie, dass das Projekt Purity je wieder funktionieren wird? Ich habe Vertrauen zu Ihrem Vater. Mit dem Wissen, das er erworben hat, haben wir eine bessere Chance als je zuvor. Gut, gut. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So, was hatten jetzt im letzten Teil nochmal gesagt? Hier, das Wasser des Lebens, die Hochwasserschutzpumpe unter Strom setzen. Ja, das kann ja heiter werden. Kann ja heiter werden. Bei den ganzen Bugs und Glitches, die hier in der Gegend sind. Wir haben beim letzten Mal schon ziemlich tierisch uns darüber aufgeregt, dass das alles am Rumbacken ist. Und hoffen wir mal, dass es jetzt nicht so oft vorkommt, dass das Spiel abstürzt. Hoffen wir es einfach mal. Und ja, was gibt es so zu erzählen? Die Tage ist es ein bisschen kompliziert bei mir. Es ist eine Menge geschehen die letzten Tage, also jetzt private Dinge und vor allem eine große Sache hat sich schlagartig verändert, wobei ich da nicht wirklich drüber reden möchte. Also ich sag euch nur, dass ich im Moment auf der emotionalen Ebene etwas ja, im Arsch bin, weil eine Menge passiert ist. Was genau, kann ich jetzt nicht so sagen, das behalte ich auch für mich. Aber nicht, dass ihr denkt, dass irgendwie ich einfach nur ablenken will davon, dass ich keinen Bock auf Fallout 3 habe oder so. Es ist wirklich nicht der Fall so. Es liegt einfach daran, dass im Moment mir die Zeit fehlt oder die Motivation und die Motivation nicht, weil das Spiel scheiße ist oder so, sondern ganz einfach, weil ich anderweitig Probleme habe. Und das Spiel ist schon wieder abgeschmiert, von daher, Moment. Ja, da bleibt mir halt jetzt nicht so viel Zeit für. Aktivieren wir das jetzt einfach mal. So. Kommst du voran? Brauchst du eine Anleitung? Wo bin ich jetzt? Wo lang gehe ich von hier aus? Ich muss gehen. Erstmal, wo lang muss ich? Wo bin ich jetzt? Ich muss jetzt gehen. Wirst du tun. So. Auf jeden Fall bleibt dann halt nicht so die meiste Zeit fürs Let's Play machen und so weiter. Ich hoffe einfach, es wird eine Zeit kommen, wo ich dann sagen kann, okay. Jetzt läuft alles wieder, jetzt kann ich mich voll darauf konzentrieren, euch Entertainment zu bieten oder das, was ihr von meiner Seite aus als Entertainment halt betrachtet. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, ich muss doch hier hoch. Ja, und ich hoffe ganz einfach, dass es irgendwann nochmal dazu kommen wird, dass es wie früher war, dass ich dann wirklich Zeit dafür habe. Weil im Moment sieht es halt wirklich schlecht aus, dass ich euch jetzt nicht jeden Tag was Neues bieten kann oder so. Das tut mir auch leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Im Moment ist es auch so, dass ich jetzt erstmal wieder in den Schulalltag reinkommen muss und so weiter. Ja, jetzt schauen wir erstmal, was hier gesagt wird von dem guten Vater. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ja, ich habe die Bombe entschärft. Klar, ich habe es gemacht, aber nur weil es gut bezahlt war. Was kümmert dich das? Ah, ich habe die Bombe entschärft. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Ich wollte mit dir ein paar Dinge besprechen. Hast du etwas von Sicherungen gesagt? Hier, Sicherungen. Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks.
Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Gut. Das machen wir jetzt auch erstmal. Sei vorsichtig, mein Sohn. Werde ich sein. Und ja, jetzt bezüglich dem Schulalltag ist es natürlich auch so, dann machen wir mal ein großes Savegame, dass ich halt auch, ja, versuche jetzt weniger abends so ganz extrem lang aufzubleiben. Das heißt, selbst wenn ich dann schon mal so um 23:30 oder was pennen gehe, dass ich da nicht nur Fernseher anmache oder so, sondern ich habe mir jetzt was relativ Interessantes, zumindest aus meiner Sicht, vorgenommen. Nämlich habe ich mir den ersten Band der Hexersaga, das heißt für die Leute, die es nicht kennen, Geralt von Riva, der Held aus den Geschichten von The Witcher auch. Also die Geschichten sind die sind halt die Story, worauf The Witcher basiert. So, kleinen Moment nochmal, das Spiel neu starten. Und ja, die Geschichten basieren halt auf der Story von diesen Büchern und es gibt insgesamt 7 aus dieser Reihe. Und ich fange jetzt im ersten an und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt innerhalb von 4 Tagen knapp 220 Seiten gelesen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und wer gerne liest, vor allem Fantasy, für den ist sicherlich auch was dabei. Und ja, das Spiel ist schon wieder gefreezed, nur will ich das eben noch zu Ende erzählen. Also es ist relativ erwachsen gehalten, die Story, aber auch sehr interessant und vor allem für die Leute, die die Spiele gespielt haben, sehr, sehr schön anzuschauen, auch die Story. Und es gibt halt, wie gesagt, 7 Teile, sehr lang gehalten, aber auch sehr, sehr gut. Und ja, dann starten wir doch mal eben das Spiel neu. So, und ich hoffe, es freest jetzt nicht. Ich mache es jetzt einmal mit Schnelldurchlauf. Aktivieren, Hilfssicherungskasten. Hallo. Er tut nichts. Na, klasse. So, ich habe die Dinger jetzt einfach reingemacht. Die Sicherung. Sprechanlage. Wo lang gehe ich von hier aus? Gut, große automatische Tür. Tust du. So. Schnell speichern, sofern es nochmal abkackt, wovon ich ausgehen werde. Dass nicht alles komplett futsch ist. Also ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Fragt sie jetzt nur. Große automatische Tür. Er sagt, ich bin im richtigen Bereich. Nope, da war ich vorhin. Muss ich hier hin? Nein. Okay, hier muss ich auch nicht lang. Schauen wir nochmal eben auf die Karte. Lokale Karte. Ja, die verrät uns wieder super viel, aber ich glaube sogar, ich weiß, wo wir lang müssen. Dududum, Quick Save. Immer einen Schritt voraus mit dem Saven sein. Man weiß nie, was einen erwartet. Und jetzt war es nämlich auf der rechten Seite. Da hinten die Tür. Genau. Sehr schön, hier haben wir die Hauptzentrale. So, das ist jetzt aktiviert. Schauen wir nochmal. Wie kommst du voran? Brauchst du eine Anleitung? Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, mein Sohn. Bla bla bla, ja. Über die... Ja, das habe ich doch gerade getan. Hier im Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment, da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Okay. Ich weiß, wie ich da langkomme. Eine Wegbeschreibung brauche ich jetzt nicht. Also... Es ist Obst im Haus. Von daher gehen wir jetzt einfach mal zurück. Gut.
Ich bin ganz ehrlich froh, wenn wir hier raus sind aus diesem Scheiß. Weil für alle Leute, die jetzt rummimosen, dann spiel doch ein Patch drauf. Da sind dann bestimmt ganz viele Bugfixes dabei. Leute, ich spiele auf dem neuesten Patch. Das hier ist einfach nur ein Bethesda-Spiel. Und es ist verbuggt wie Hulle. Da kann ich nichts dran ändern. Ja. Genau im richtigen Zeitpunkt stürzt das Spiel wieder ab. Von daher, bis gleich, Leute. Ja, wie zum richtigen Zeitpunkt. Und dann schauen wir nochmal, jetzt müssen wir... Wow. Hier, nein, wir müssen da zurück. So. Hier muss doch irgendwo... Nee, ich muss mit einer... Ich muss über eine Sprechanlage mit ihm reden. Nur wo? Hier lang? Nein. Tada. Aber hier rechts, glaube ich. Irgendwo da oben. Ja, da waren wir doch, glaube ich, schon mal. Ich meine, hier waren wir schon mal. Pumpensteuerung. Hier war dieses verbuggte Gebiet. Ja. Aufs Stichpunkt genau. Es ist wieder abgestürzt. Ich gehe jetzt einfach durch dieses gesamte Gebiet und werde danach wieder anfangen zu recorden, weil hier ist es wirklich so, wenn man hier aufnimmt, alle 2 Sekunden stürzt ab. Von daher, bis gleich, Leute. Ich werde euch nur ein kleines Stückchen rauscutten. Bis dann. So, und wir sind jetzt auf der anderen Seite. Die Rohrsteuerung ist hier. Die machen wir jetzt einfach mal auf. So, trotzdem steht hier noch, es wäre verschlossen. Hey. Krass, was ist das denn? Da kommt jetzt ein Heli. Okay, was ist denn das jetzt? Oh, Soldaten. Zum Kontrollraum zurückkehren. Die machen hier so eine Invasion. Ach so, jetzt ist die andere Seite. Siebpumpe, jetzt ist die Seite hier offen. Oh. Ja, ich bleib in der Luft hängen. Bis gleich, Leute. Oh, hi Leute. Ich bin jetzt durch diesen Schacht gekommen mit Betonung auf, ich musste gerade wirklich, das ist keine Übertreibung, das Spiel 32 Mal neu starten, weil dieses Gebiet so krass verbuggt ist, dass ich eine Sekunde in Luft geblieben bin und dann dort auch gehangen bin und wirklich mich nicht bewegen konnte. Was haben wir denn jetzt hier? Soldat der Enklave. Da schauen wir doch mal, dass wir den mit unserem Jagdgewehr mal Flix 2 Headshots verpassen. Das wäre dann auch getan. Gut, dass es den VATS gibt, weil ich habe gerade keinen Bock auf Ziel nach dieser ganzen Scheißaktion. Könnte man untersuchen. Lasergewehr, das ist ordentlich viel wert. Wir haben mal Powerrüstung, die brauchen wir aber eigentlich nicht. Sind auch ein bisschen sehr schwer, also 45 Gewicht will ich jetzt nicht auf meinen Schultern haben. Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich hier irgendwie zurückkomme. Und meinen Vater und die restlichen Wissenschaftler ein bisschen beruhige. Ja. Das Spiel ist schon wieder gefreezed und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt an einem, ich glaube, das sind jetzt 13 Minuten, an einem 13-Minuten-Part, habe ich jetzt in reeller Zeit von mir aus gesehen 59 Minuten, das heißt eine gesamte Zeitstunde gesessen. Das liegt daran, dass dieses Spiel so unglaublich verbuggt ist und mir gerade wirklich die Motivation raubt, noch einen Teil zu machen. Leute, es tut mir leid, dieses Spiel ist in diesem Bereich einfach unerträglich und es geht mir auf die Nüsse, wenn alle 5 Sekunden dieses gottverdammte Spiel einfach nur abstürzt. Und es tut mir wirklich leid, dass ihr so lange dann auf Teile warten müsst, aber sowas geht echt gar nicht. Also, es tut mir leid, ich beende hier jetzt einfach mal den Teil und hoffe, ihr könnt es verstehen, weil ich habe da wirklich überhaupt keinen Nerv zu. Und hoffe, ich kriege vielleicht noch im Laufe des Tages oder vielleicht die nächsten Tage neue Motivation, aber jetzt, es reicht mir wirklich, von daher beende ich den Teil. Seeker mit nicht ganz so guter Laune sagt auf Wiedersehen und haut rein.